Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Und zwar habe ich wieder eine tolle Box bekommen und zwar die von Naschti Welt Box. Und das Motto dieser Box ist die Schweiz und ja, ich würde sagen, wir schauen jetzt gleich einfach mal rein. Also hier haben wir auf jeden Fall die Motto-Karte. Und ja, da schaue ich jetzt gar nicht rein, sondern schaue jetzt gleich zu den Produkten. Und dieses Mal werde ich auch etwas probieren. Mal schauen, was es ist. Und als erstes kommt hier eine Tüte entgegen. Und zwar von Zweifel. Provençal Chips mit Sonnenblumenöl. Sieht so aus. Dann haben wir hier, die nennen sich Leckerlis drinne. Und zwar ist es ein Honiggebäck mit Mandeln, Orangeat und Zitronat und die, glaube ich, werde ich gleich auf jeden Fall mal probieren. Also die hören sich sehr, sehr lecker an und ja, mal schauen, wie die so schmecken. Und zwar sehen die so aus. Also es riecht so ein bisschen nach Lebkuchen. Die haben auf jeden Fall was vom Lebkuchen. Richtig lecker. Richtig gut. Ja, gefallen mir richtig lecker. Also sind richtig lecker. Und ja. Top Produkt. Also sehr, sehr lecker. Dann haben wir hier Choc-Ovo drin. Das sind Riegel mit Milchschokolade-Kuvertüre gefüllt mit Ovomaltine. Ich muss dazu sagen, ich habe noch nie Ovomaltine gegessen. Also irgendwie spricht mich das überhaupt nicht an, dieses Ovomaltine. Mit Malz ist das okay. Also da bin ich auch mal gespannt drauf, wie die so schmecken. Also ja, aber die werde ich jetzt hier nicht probieren. Dann haben wir hier drin ein Appenzeller Biberli. Das sieht so aus. Das ist mit Haselnussfüllung, ein Kuchengebäck mit Haselnussfüllung, genau. Also sieht auch sehr, sehr gut aus. Und ich finde den Namen Appenzeller Biberli einfach echt mega süß, also richtig schön. Und ja, den werde ich mir aber mit meinem Freund teilen. Dann haben wir hier eine Schokolade drin und zwar ist es von Frei, nennt sich die Marke. Die hat auch hier ein Einhorn drauf, finde ich sehr schön. Die Passion Noisette Schokolade mit Pralinenfüllung und ganzen Haselnüssen. Hört sich auch sehr lecker an. Dann haben wir hier drin einen Kägi Hazelnut, feinste Schweizer Schokoladenwaffel. Sieht so aus. Dann haben wir hier so Riegel drin. Und zwar auch von dieser Marke Frey Classic Branches. Einmal so einen gelben. Dann zweimal so blaue und einmal einen roten und einen grünen. Und jetzt muss ich mal ins Heft schauen, was da so drin steht, weil auf den Riegeln selber steht nämlich nichts drauf. Hier steht drin Branches, feinste Schweizer Schokolade mit einer cremigen Pralinenfüllung und ganzen Haselnüssen. Ein wahrhaft leckeres Erzeugnis der Chocolatiers Frei. Okay, also es sind auf jeden Fall auch so Schokoladenteilchen mit Pralinenfüllung und ganzen Haselnüssen. Nur halt in kleinerem Format. Und ja, werden mit Sicherheit gut schmecken. Also kann ich nicht anders erwarten. Und dann haben wir hier von Cambly Matterhorn. Das sieht so aus. Also die schauen auch richtig gut aus und da werde ich jetzt auch mal einen probieren. Also der Keks sieht so aus, also ein schöner kleiner Keks, jetzt nichts Großes. Und da sind auch nochmal Haselnüsse mit drin. Also sehr lecker, genauso wie das sehr lecker ist, also richtig gut. Ja, also mega, genau. Also hier sind dann auch nochmal die ganzen Produkte drin in diesen Heftchen, hier stehen aber auch keine Preise dabei.
Also ich weiß jetzt nicht, was die einzelnen Produkte kosten, aber ich kann mir vorstellen, dass diese nicht ganz günstig sind, weil Schweizer Schokolade meistens echt ein bisschen teurer ist. Und hier steht was Süßes dabei, zu dem Appenzeller Biberli. Und zwar steht hier, die Produktion von mit Zimt, Anis und vielen anderen Gewürzen angereicherten Biberfladen geht in Kanton Appenzell bis aufs Jahr 1600 zurück. Die mit einer gesüßten Mandel- und Haselnussmasse gefüllt Biber und handtellergroßen Biberli tauchen ums Jahr 1800 auf. Zuerst in St. Gallen, dann in Appenzell, von wo sie ihren Weg in die ganze Schweiz und in fast jedes Wirtshaus gefunden haben. Okay, also scheint auf jeden Fall dieses Appenzeller Biberli in der Schweiz ein Traditionsprodukt zu sein. Also scheint schon sehr, sehr lange unterwegs zu sein. Und ja, bin ich, wie gesagt, auf jeden Fall mal gespannt drauf. Und ja, ich freue mich über die Produkte und mein Freund genauso, der scharrt schon mit den Hufen und möchte die am liebsten auch gleich probieren. Ja, ihr Lieben, das war's dann auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button, wenn ihr das noch nicht getan haben solltet. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!